Mit der Knife Round zwischen Arthed und Toxic auf der zweiten Map, Altex, die erste, souverän nach Hause fahren können. So, können auch die Knife für sich entscheiden. Ziemlich gespannt, wo sie hingehen. Okay, bleiben T. Denke ich auch sehr vernünftig. Und echt City oder was? Krass. Okay. Physisch wäre City wahrscheinlich irgendwie sicherer oder so. So, also mal gucken, was die Jungs hier als CT auspacken. Leute, wie hier gerade drei Mann blind waren. So, Baba wird da schon gepusht. Fast für ganz lange für MNL. Ach. Felix. Noch im Doppel, kurz wäre halt komplett offen. Das auch schon eingenommen, also gute Kontrolle bei Attacks. Sie schieben jetzt dahin. Ah, sehr schön abgelenkt eigentlich. Ah, wenig Schaden gemacht. Ah, jetzt hat Küsten natürlich. Ist er nicht mehr vorgepusht. Kann es aber trotzdem gleich nach Headshots geben. Den ersten macht er. Den zweiten auch. Mate auch da, Solik. Nur noch Set in die Katas wird auch berannt. Sehr, sehr schön, was Alternate uns hier präsentiert. Spiel mit guter Kontrolle, sehr schöne First Track an Lang, auch wenn ich leider nicht drauf war. Ich denke, da darf der Täter kein Risiko eingehen und am Schlitz zielen. So, kurz vor der Eco. Keine gute Pose für den MNL, muss man sagen. Und das ermöglicht ja echt Toxic, die Bombe zu legen. Boah, wie blind die beiden CTs da sind. Alter, was das für eine Runde ist. Da hagelt's Gesichter mit den Glocks. Crystal der einzige mit 100 HP. Wenigstens kann die Bombe safe defused werden. Schöner Shot. Aber unnötig, da drei Waffen zu verlieren. Das war einfach eine schlechte Pose von, ich glaube, MNL war es. So, war warm mit Ave. Oh, da hat er den Bauch gesehen von MNL vermutlich. Nee, Crystal. So, Gegnerkontakt kommt ja erstmal nicht so zustande. Oh, schöne Flash. Alter, es nervt ein bisschen, dass der Flash-Effekt so übernommen wird auf dem Go TV. Schöne Flash gegen Kurz. Und da soll es jetzt auch durchgehen. MNL und Solek. Lang auch sehr offensiv von Felix. Da gleich ein wichtiges Duell. Steht da ganz gut eigentlich gegen den T. So, was macht Toxic? Ich spiele immer noch nicht den Go. Boah, jetzt verliert Felix das ganz, ganz wichtige Duell. Somit muss Solek Lang übernehmen. Das war gerade richtig wichtig von Neil. Und wenn MNL da jetzt keinen aus dem Spiel nimmt, macht er aber. Nein, Solek rechts. Oh Mann, Solik, warum pusht der davor? Und wenn, dann muss er doch das Eck checken.
Wir haben wenigstens für den Refack da. 3 gegen 3. LOL! Und auf einmal sterben sie alle, die T's. Krass. Also mal ganz ehrlich, wie schlecht ist bitte Toxic? Die spielen so richtig, richtig komische Goes. Warum ziehen sie einfach nicht den Kurz-Go durch, wenn lang der Frag fällt? Dann einfach ein paar Granaten, irgendwie Molly, vielleicht Schräge oder so, durchfahren und Runde gewonnen. Keine Ahnung, warum sie da gewartet haben. Naja. Fängt aber immerhin schon mal wieder gut an für Attacks. So, wieder geht's kurz. Alle 5 Mann jetzt versammelt. Ja, geht doch jetzt Mitte. Ah, jetzt ist Rack blind, kommt er ins Tor. Boah, 2 hat er noch gemacht. So, Chris muss jetzt gerade aufpassen. Zum Glück haben die Gegner nur Eco. Gewinnt das Duell, sehr schön, das gewinnt er auch noch. Und Baba über Katas. Hat auch keine Chance eigentlich mit seiner Glock auf Distanz. 4 zu 0 für Etix. So, muss man gerade die Nase pudern. So, dabei macht Solik schon mal den First Second Mitte oben. Gut, Kontrolle eben geholt von Crystal. Kann dann sagen, dass Cutters komplett frei war. Auch interessant zu sehen, dass er keine AWP, dass Alternate keine AWP hat. So, kurz das Doppel. Boah. Das verstehe ich nicht ganz, warum sie jetzt kurz blocken. Es hat, außerhalb hat es doch so gut geklappt. So, der Modi ist super. Kurz wird das Duell leider auch verloren. Aber wieder 2 gegen 2 Situation. Also Toxic hat schon gute Ansätze in den Runden. Ach, ging der Bang durch? Oder war Baba schon low? So, vielleicht ging Baba... Krass. Also Toxic hat manchmal gute Ansätze, auch wenn das jetzt eben natürlich Toxic ein bisschen in die Hände gespielt hat, dass Alternate kurz offensiv stand. Ja, aber aus den Ansätzen machen sie dann halt nicht viel. Fallen zwar ein paar Frags und dann sterben sie aber irgendwie immer komisch. Unnötig. Zum Beispiel, dass der gerade Mitte oben einfach die ganze Zeit noch gefightet hat gegen Crystal, war auch so unnötig. Bombe war schon gelegt, glaube ich. Wenn er einfach Death bleibt, erstmal scheißegal, ob er schon gespottet wurde. Er kann auf jeden Fall Zeit rausholen. Ein bisschen abfacken. Und ja, vielleicht macht er dann sogar noch den Frag. Aber so einfach unnötig, finde ich. So, Mitte ging es schnell raus. Rack räumt da auf, im Zusammenspiel mit Felix, der glaube ich über kurz gekommen ist. Und Neil B raus. Zwar die Bombe, 100 HP. Wird es aber nach und nach Flashes abkriegen. Und dann darum diese. Und die HE kriegt er ins Gesicht und die tötet ihn auch letztendlich. 6 zu 0. Attex macht wirklich da weiter, wo sie vorhin aufgehört haben. Das ist ziemlich sicher kein Hardware-Versagen. Ziemlich sicher liegt es an Go. Da ich sonst nie flackern habe. Es ist wirklich nur, weil ich hier das im Windowed-Mode habe. Windowed-Fullscreen. Bombe. Und Vindansky ist ganz weit davon entfernt.
Ja, schöne Tanzeinlage von Crystal. Voll. Hat ihn da gesehen, durchs Tor. So, 7 zu 0. Toxic enttäuscht wirklich ein bisschen. So, Baba, packt wieder die Arme aus. Latex mit Pushcutters. Boah. Set verliert aber. Auch schön First Check geholt. Ziehen sich defensiv wieder zurück. MNL hat auch lang gut geblockt. Eigentlich ganz gut gedacht von Neil, wenn da Mitte Cutters gepusht wird, dass er lang irgendwie einnimmt. So, jetzt wieder Tempo rausgenommen. Attex blockt jetzt wieder kurz. Toxic baut sich ein bisschen um. Jetzt scheint es einen schnellen Go Mitte zu geben. Nee. Warum sind die denn da blind gewesen eben? So, Neil faked da glaube ich allein jetzt kurz. So, wird dieser vom Molly gestoppt. Boah, aber Big hat das gefallen. Und jetzt nur noch Rack am Auto. Weiß nicht, ob man das Sepp gehört hat. Boah, da stehen die Tiers gerade nicht gut hintereinander. Oh, die standen gerade hintereinander. Auch schöne Teamfrag. Bombe auch down. Neil noch mit dem Duell. Mitte und Weber der Letzte. Tritt seinen Weg auch zum Sparen an. Hat vielleicht sogar die AWP gepickt von Baba. Ne, hat eine AK. Tja, und da steht es schon 8 zu 0. Dann glaube ich mal auf FS-Split wechseln. Da ich jetzt nicht wirklich einen Grund habe, mit X-Split zu streamen. Muss jetzt nicht unbedingt irgendwas einblenden oder so. Ist halt nicht so schön, weil ihr dann immer mein Desktop seht und sowas. Aber egal, Hauptsache die Games. Und vielleicht ist das Flackern ja mit. Vielleicht liegt es ja auch an X-Split. Boah, da ist ein T durch. Sauber. Aber man braucht wirklich nicht mehr viel sagen zu Toxic. Wirklicher Gegner sind sie wirklich bisher nicht. Nächstes kommen sie mal wieder zum Planten. Ah, Runde vielleicht drin. Jetzt sitzen auch endlich mal die Frakes. War sogar ein Bangshot. Noch Crystal über kurz. 1 gegen 1. Oh, schöner Laufweg, schöner Headshot von Crystal Kitter da natürlich auch bei der Geldsituation. Tja, 9 zu 0. Da wollte ich schon Toxic ein bisschen loben. Mit dem Flackern liegt am fetten Fadenkreuz. Sehr schön. Vielleicht ist es auch ernst gemeint. So, hey. Das sieht doch mal nach der ersten Runde aus. Das wird sie auch werden. Dreiviertel Stunde noch, dann geht das Mausspiel los. Und Millennium hat auch die erste Map gewonnen mit 16:5. Und haben jetzt auch die Pistol als T gewonnen auf das 2.
Also machen da auch gerade gute Fortschritte in die nächste Runde. Das Geld durchgehen. So viel Geld hat Ajax komischerweise gar nicht. Boah. So wieder. Also, Toxic entscheidet sich jetzt, nur so schnelle Ghosts zu spielen. Kommt da kurz auch immer recht gut durch. Aber Ajax blockt gut lang. Sauber. Also haben sie sich ja eher auf lang fokussiert. Solik hat auch immer noch einen mitgenommen. Bombe gelegt, beide lang, das müsste sie eigentlich wissen. Schöne Gegend, vielleicht beide gerade blind. Ja, Baba ist es anscheinend nicht. Sehr schön. Also, trotz dass sie da lang so gut geblockt haben, Solik nimmt da leider nur einen mit. Das hat nicht gereicht. Weil Mitte, glaube ich, auch immer noch gegen Barbaren gestorben war. So, und die erste Eco bei Ajax. Ach, schade, mit dem B-Read. Geht aber nicht auf. Warum habe ich jetzt gerade das Overlay nicht? Was ist denn hier am Rupper? Das mal auf, weil wenn ich Tab loslasse. Moment. Vielleicht die Runde noch drin. Ah, gute Gegenflashes. Auch gute Entscheidung, die Waffe zu sparen. Vielleicht hat auch einer nicht so viel Geld. Dem könnte man natürlich dann die A belegen. Mal schaut, wenn ich Tab loslasse, dann sieht man oben ganz kurz diese Bildchen, die normalerweise da sind. Sehr strange. Vielleicht liegt es aber auch am Spattel-GUI. So, drei Runden sind sogar in Folge. Kleiner Achtungserfolg. Crystal greift auch wieder zur AWP. Und jetzt spielen sie als Fake. Nicht so ganz. So, aus der Mitte rausgehen. Oh, nur Crystal am B. Und der stirbt. Sehr schöne Entscheidung, hier jetzt mal B anzugreifen. Also langsam greifen sie ein bisschen in die Trickkiste, auch wenn sie noch nicht tief reingreifen. Mal sie eher so an der Oberfläche kratzen. Oh, schöner Push von Rack. Ah, oh, schade, da war leider zu sehr im Recoil. Hätte vielleicht nochmal absetzen sollen. Ja, und da sind es vier Runden in Folge. Ich hoffe, Ajax lässt sich dadurch nicht irgendwie aus der Spur bringen, aus dem Spiel bringen. Wieder Partikel geflogen kommen. Ui, das war ein schöner Molotow. Hat sich nochmal gekauft. Wieder super Kontrolle bei Crystal.
Warum hat Solek, warum blinkt Solek da auf der Overview? Seht ihr das? Ne Bug, das, keine Ahnung. So lang geht's auf jeden Fall. Nein! Wollte gerade auf MNL. So, jetzt. Werber spielt das ganz gut jetzt. Nicht so wie der T vorhin, der unnötig das Duell eingegangen ist. Rack war das jetzt natürlich auf das richtige Timing, hat es leider nicht erwischt. Und man kann Essex schon wieder safen. Und dann sind es tatsächlich 5 Runden in Folge. Vielleicht schaffen sie sogar alle 6 noch zu machen. Und dann sehe ich sogar noch Chancen als CT. Und ich nutze wirklich mal die Zeit, um kurz wieder zu connecten, aber bin mir ziemlich sicher, dass es nichts bringen wird. Doch echt, also ich muss nicht mal was bewegen. Vielleicht muss ich die Grafikkarten darüber mal was umstellen oder so. Also sollte die Map jetzt hier recht zügig vorbei sein, dann werde ich auch kurz mal offline gehen und das ohne XP testen. Aber erstmal muss die Map hier auch zu Ende gehen und das natürlich hoffentlich für Essex. Wieder so ein schneller Go von Toxic, über kurz, über lang. So, gute Smoke da, um sein Mate rauszubringen. Schöner Molly. Solek nutzt wirklich gut die Smoke. So lang stirbt jetzt leider. So, Rack, gut, dass er die Smoke noch liegt. Ach, schade. Muss jetzt gerade unten aufpassen. Boah, da muss er vielleicht eher weg. Kiste geht da Frack richtigerweise. Rack gewinnt er dann jetzt nur noch. Ja, Crystal ist verloren, würde ich sagen. Nur noch Rack. An der City Base, den können sie wegflashen. Weil jetzt haben sie kein Equipment mehr. Und da gibt Baba uns. Wir haben echt die 6 Runden in Folge. Ich hoffe, das schlägt nicht auf die Motivation von Essex. Rack and Roll. Sehr gut. Gleich an kurz. Boah, schöner Schuss. So, schöne Entscheidung, wie rauszugehen. Hier sind ja schon von hinten. Ah, da müssen sie Tor rein. Nicht Tor raus und nicht Gas und Gastor raus. Und Gastor rein. Boah, Toxic wollte es mit dem schnellen Retake versuchen. Schlug aber fehl. Attack ist gut aufgepasst. Wichtig hier die Pistols gewinnen. Um auch mal wieder überhaupt an einem runden Sieg riechen zu können. Oh, B-Rush. Auch nicht schlecht. Geht auch super auf. Wird er jetzt gleich Cutters zu tun kriegen? Bomb
Mate hilft ihm auch. Natürlich noch ein bisschen riskant, so ein B-Rush. Denn ich denke mir immer, was ist, wenn die Cities einfach mal so zum Spaß Molly kaufen? So, jetzt ist der Lango. Größte Sport auf AWP. Nachher kurz, Bombe geht lang durch. So, Ende deckt doch kurz die Mitte ab. Ah, hat dann lang gebraucht, aber am Ende doch noch den Frax setzen können. So, 12 zu 6. Jetzt bin ich gespannt bei Baba. Ja, sehen wir instant die Arbe. Crystal spielt doch keine. Auch gut. Müsste eigentlich auch, ja, mit Ende auch gut Geld. Baba legt nicht in Mitte an. Und er hat irgendwie gezielt. Boah, lol. Krasser Molly. Vielleicht war. Aber ich glaube, der ist abgeblockt. Als T kann man den eigentlich nicht mehr so weit werfen. So, Mitte raus. Schöne B-Splits, auch richtig zu viert das zu spielen. Hat Maus ja auf dem WSW 10 nicht gut gehandelt. Attex, boah, sauber. Super angesagt, sehr schnell auch gespielt. Toxic konnte dagegen gerade nicht viel machen. Ja, holen jetzt aber doch noch die Überzahl raus. Bombe leider auch noch nicht gelegt. So, der Molly ist jetzt ganz gut. Wichtig ist er jetzt bei Solek. Okay, er geht's noch nicht ein. Boah, Cut das jetzt ganz wichtig. Solek entscheidet sich, auf das Duell zu gehen. Richtige Entscheidung. Gewinnt auch das Duell. Jetzt einfach weg, hat Baba gesehen und Baba geht auch safen. Will da seine AWP behalten in der nächsten Runde. 13 zu 6 jetzt der Spielstand. Das sieht sehr gut aus. Was mich auch noch so allgemein wundert, Baba sollte ja eigentlich nur ein Stand-in sein für Toxic auf dem ESWC. Scheint jetzt aber weiterhin mit denen zu spielen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie weiter in der Konstellation zusammenbleiben. Mal gucken. Schönes Loch abgemollied. War jetzt auch keine Chance, übers Tor schnell reinzukommen. War Attex wieder in der Unterzahl. Mal sehen, ob sie es nochmal schaffen. Er hat da, glaube ich, kurz überlegt, wie er den Molly werfen kann. Sollte ihn vielleicht eher Cutters werfen. Boah, sehr schön. Super von der Mel, sehr schön rausgepusht von Felix. Boah, wie, was ein geiles Teamplay. Richtig, richtig gut gemacht von Attex. Wie eine Fläche einfach mal die Runde drehen kann. Ah, ob das jetzt so gut war? Ah, er zieht durch. Boah, schön gemacht. Richtig geile Runde von der Mel, Felix. Super, super gespielt. Lol, netter Moves, netter Dance-Move von der AWP. Die freut sich auch, dass die Runde an Attex ging. Kein Hit gegeben. So, B wird kurz angerannt. Lang beide blind gerade. Oh, beide in der Grube.
So, jetzt fallen die Headshots. Sehr gut. Baba zielt noch. Sieht aber relativ wenig. Och. Da hat er zu kurz... Sehr gut, Weber. Da hat Baba eben zu schlitzig vorgezielt. Ich glaube, spätestens jetzt hat sich Toxic auch aufgegeben. Warte, jetzt mit dem Draw. Ah, wir haben noch Base. Und da ist keiner an der Bombe. Krass. Wenn er da Gas geben würde, hätte es, glaube ich, sogar noch geschafft. Weiß er natürlich nicht. Spekuliert ihn noch auf dem Exit-Track. Auch nett, dass man dort überlebt. Ein Sex wäre locker tot. So, bevor jetzt hier alle direkt abschalten und weggehen, bleibt ruhig dran. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich kurz offline gehen und dann so 10 vor um oder so wieder on-air sein. Und dann rechtzeitig ins Mausgame schalten. Ich werde noch versuchen, irgendwie das Flackern zu fixen. Nein. Mann, wer haut denn hier den Held vor eher runter als, ich nehme einfach mal an, dass das Spiel vorbei ist. Und der Held einfach schon gestoppt wurde oder der Server runtergefahren wurde oder was weiß ich. Tja, das kommt, ja. Ergebnis steht schon drin. Also, Artel hat gewonnen. 16:6. Jo. Server ist timed out. Klasse. Nochmal einen kleinen Applaus am Ende für denjenigen, der hier schon den Server down gemacht hat. Schade, dass wir die letzte Runde nicht sehen können, aber Gratulation an Attics.